Radsport ist ein brutal harter Sport. Wir müssen einfach über Tage hinweg, oder wie es bei einer Knotentour ist, über 3 Wochen hinweg unsere Leistung bringen. Es gibt halt einfach schönere Momente und schwierigere Momente. Jeder ist auf den anderen in gewisser Art und Weise angewiesen und ja, das macht den Sport auch dann so ein bisschen faszinierend auch. Team ist, glaube ich, auch ein guter Begriff, um gemeinsam was zu leisten, gemeinsam zu verlieren, aber auch gemeinsam zu gewinnen. Ja, beim 100. Giro am Start stehen, das wird sicher was sein, was man in Erinnerung behaltet. Da kriegt man schon Gänsehaut, wenn einem die Leute anbrüllen und anschreien und anfeuern. Und das ist schon ein richtiger Wahnsinnsgefühl. Es ist brutal hart, aber im Endeffekt ist es trotzdem eine Leidenschaft und man macht es trotzdem gern. Und man setzt sich immer wieder gern aufs Rad und quält sich und geht an seine Grenzen und schaut, wie man seine Grenzen nochmal ausschöpfen kann. Ja.